Hast du mich aus dem Wasser geholt? Du hast doch so geschrien. Ich? Ich dachte, du wärst in größter Not. Ich hab nicht geschrien. Na, also, was soll denn das gewesen sein? Ich hab gesungen. Aha. Ja, ich hab Musik gemacht mit meinen tollen Antennen. So. Und das soll Musik sein? Was ist das denn? Was steht da? Genau, Michael Pretorius. Ach, der Michael. Kennst du den? Naja, nur vom Namen. Guck mal, das ist von 1619. Das ist schon richtig alt. Der Michael ist von 1619? Nee, den gibt's natürlich nicht mehr. Ach so. Das ist historisch. Aha. Das ist aus der Vergangenheit. Was? Das kommt aus der Vergangenheit? Sozusagen. Wow, ein Dings aus der Vergangenheit. Ja. Und was steht da noch? Was steht da? Syntagma musicum. Syntrax rux. Was soll das denn sein? Syntroxma, syntropisch. Also, das versteht ja keine Languste, was das soll. Wollen wir mal nachschauen? Ja. Das ist nämlich ein Nachschlagewerk. Da kannst du ganz... Das schlägt aus? Nein, das schlägt nicht aus. Da erfahren wir Dinge über Musik aus der Zeit. Oh. Von 1619. Das schlägt doch aus, siehst du? Toll. Und? So viele Buchstaben. Und dann werden hier die einzelnen Instrumente beschrieben. Wir können ja mal gucken, ob wir was finden, was wir kennen. Guck mal, die Flöten, von den Flöten und den Blockflöten. Hast du das schon mal gehört? Nein. Noch nicht eine Flöte gehört? Nein. Pass mal auf, später wirst du mal eine sehen. Ja. Und dann, guck mal, werden noch ganz viele andere Instrumente beschrieben. Die Theorbe und so weiter. Und dann haben wir hier ganz tolle Bilder. Guck mal. Ich mag Bilder. Zeig mir Bilder. Hier, guck dir das mal an. Die ganzen Lauten. Lauten? Sind die so laut? Deshalb heißen die Lauten? Nein. Guck dir das mal an. Das sind Saiteninstrumente. Die werden gezupft. Was es alles gibt. Also, gibt's noch was? Noch mehr Bilder? Na klar, hier gibt's ganz viele. Harfen. Und guck mal hier. Ja? Mein Instrument, die Geige und auch ein Geigenbogen. Du spielst Geige? Ja. Wow. Toll! Sag mal. Ja? Das ist ja alles ganz schön mit den ganzen Syntraxen und Syntruxen, Kruxen, Kraxen, Kraxen. Aber wo hast du uns hier eigentlich hingeschleppt? Ja, wo sind wir hier eigentlich? Ja, wo? Die Kisten. Ja?
Das sind ja Theaterkisten. Theater? Ach Mensch, ich hab ja Probe. Probe? Ich höre immer nur Probe. Vater! Vater! War das wieder lang und anstrengend, so eine furchtbare Probe. Ich bin wie zerschlagen. Hab ich euch! Oh, wer bist du denn? Ich bin die Klanguste. Aha. Und wer seid ihr? Ja, das ist Lisa und ich bin Wolfgang. Hm? Ah, und wie ich gesehen habe, macht ihr zusammen Musik. Ja, ganz wunderbar. Hast du denn zugehört? Ja. Aha. Ich konnte ja gar nicht weghören. Das war so toll. Ach, schön. Du bist ja wohl musikalisch. Ja, ich heiße ja auch Klanguste. Ist ja klar. Sag mal. Ja? Du scheinst mir ja so ein rechter Experte zu sein. Ja, ich bin ein Mega-Experte in jedem Fall. Gut, das werden wir jetzt mal testen. Moment. Sag mal, was hast du denn da im Maul? Du kannst doch nicht das Buch ins Maul nehmen, also wirklich. Verzeihung, kennst du das Buch? Natürlich. Was ist das denn? Ja, das ist das Syntagma Musicum von Michael Praetorius. Er kennt! Ja, 1619 erschienen. Da warst du wahrscheinlich gerade so groß, oder? 1619? Und wie groß warst du? Ich war da noch nicht geboren. Siehste? Du kannst das aber toll aussprechen, Syntrax. Ja. Ich glaube, wir müssen dich mal noch eine Stunde zur Sprecherziehung schicken, oder? Na gut. Zum Sprachkurs. Ja. Was hat es denn damit auf sich, mit diesem Syntraxen-Struxen da? Ja, das ist im Grunde genommen eine Art Kochbuch für ganz, ganz alte Musik. Oder ein musikalischer Duden, so könnte man es auch bezeichnen. Aha. Ja, wir wollen ja jetzt Musik von Michael Praetorius spielen, beziehungsweise haben das vorhin schon gemacht. Ah. Der hat um 1600 gelebt, ja, als du noch so klein warst. Und das ist ja über 400 Jahre her. Und jetzt hat man die Noten von Michael Praetorius Musik, steht oder sitzt davor und denkt sich, oi, was mache ich denn jetzt damit? Ja, was macht man denn damit? Wer spielt denn da jetzt? Wie oft, wie schnell, warum, wie lang, wie kurz? Welche Instrumente, welche Sänger? Und da ist es natürlich wunderbar und ganz prima, dass Michael Praetorius selbst dieses musikalische Kochbuch geschrieben hat. Nein! Ja. Gibt's doch nicht. Doch, hat er. Hat sogar drei Bände, ne? Das ist ja hier nur einer. Und da kann man dann nachschauen, wie die Musik von Michael Praetorius am schönsten klingt, wie man sie spielt, wie man sie aufführt. Und es ist natürlich ein großes Glück, dass es dieses super alte Buch noch gibt. Hat er sich ja gut ausgedacht. Ja, der war schlau, der Praetorius. Hallo, ich bin Amma Tufchen, bin 8 Jahre alt und spiele seit 2 Jahren Gitarre. Freut mich. Ja. Und du, wer bist du?
Ja, hallo, ich bin Oma Tuffchen. Toll! Und was habt ihr da auf euren Schößen? Hm? Was sind denn das für Dinger? Super tolle Instrumente. Oma Tuffchen, sag mal. Ich habe hier eine Gitarre mit 6 Saiten. 6 Saiten? Ja, und ich habe hier eine Laute. Ja, und die Laute, die hat ganz viele verschiedene Formen. Also es gibt die Renaissance-Laute, es gibt die Barock-Laute, es gibt den Chitarrone, es gibt die Theorbe. Genau. und das hier ist eine Erzlaute. Erzlaute. Ja, oder man kann auch italienisch sagen Arcigliuto. Arcigliuto. Genau, ja. Und was macht man damit? Man geht ins Delphi, setzt sich in Positur und guckt nach vorn. Schau. So, das können wir gut. Ja, oder? Aber ist die auch laut oder tut die nur so? Ja, die heißt ja nicht Laute, weil sie laut ist, sondern die heißt Laute, weil ihr Vorgängermodell, also ihre Basis, Ausprägung Al-Ut heißt. Der Ut. Das ist ein arabisches Instrument. Das gibt es auch heute noch. Und als das nach Europa gekommen ist, hat sich aus diesem Wort Al-Ut, das Holz, das Wort Laute entwickelt. Laute, Liuto, Liut, ja, also heißt alles ungefähr gleich, aber hat mit dem, was wir heute unter Laut verstehen, nichts zu tun. Wahnsinn! Ja, konntest du dir das merken, hoffentlich? Was du alles weißt! Ja. Ich belege dann nochmal einen Kurs in Renaissance und Barock und alles. Ja. Vielleicht könnte ich mir auch einen Rock anziehen. Ja. Ich hab schon gut. Ja? Und die Gitarre, was ist da jetzt anders als bei deiner Laute? Ja, sag mal. Hier ist, ich sehe, die Laute hat 4 mehr Saiten. Ja, stimmt. Da. Hat er recht. Länger ein Hals. Ja, hat er auch recht. Das ist der Hals. Ja, was ist denn sonst? Hals. Weiß ich nicht, ein Knüppel. Oh. Und was sind das für Dinger da, an denen man drehen kann? Das sind hier die Bünde. Nee. Die Wirbel. Wirbel? Genau. Wie ein Wirbelsturm? Ja, der Wirbelsturm, der entsteht, wenn wir anfangen zu spielen, das ist ja klar. Aber vorher muss gestimmt werden und dafür gibt es an beiden Instrumenten die Wirbel. Und an Oma Tuffchens Gitarre gibt es Wirbel mit einer Mechanik. Ja? Da ist sozusagen eine Schraubenübersetzung da, damit man die Saiten schön stimmen Fahrrad, kann. Fahrrad, das überträgt dann diese Stangen hier. Genau. Und bei der Laute gibt es keine Mechanik, sondern die Wirbel sind einfach reingesteckt. Aha, ja? Aber es wirbelt trotzdem. Es wirbelt wie verrückt. Und man fragt sich ja immer bei der Gitarre, wenn der Gitarrist sagt, meine Bünde tun mir weh oder meine Bünde sind so und so, warum heißt das bunt? Ja. Das sieht man hier bei der Laute, weil es nämlich drumherum gebunden eigentlich ist. Ja? Das sind Därme, die bindet man am Griffbrett drumherum und macht einen Knoten und deshalb heißt es bunt. Und weil die Laute und die Gitarre ein bisschen verwandt sind, heißt es auf der Gitarre auch bunt. Hat aber mit Binden, wie wir sehen, nichts mehr zu tun. Wird einfach reingehämmert. Reingehämmert! Da gibt es extra den Beruf des Buntreinhämmerers. Ist ja unglaublich. Ja? Willst du vielleicht mal werden, Amatuffchen? Buntreinhämmerer? Weiß ich noch nicht. Und können wir jetzt nochmal den Unterschied hören zwischen einer Gitarre und einer Laute? Ja, spiel doch mal was. Sehr schön. Toll. Ja? Danke. Bitteschön. Für diese tollen, vielen Informationen. Hoffentlich kannst du die alle verarbeiten. Ich mache mir schon Sorgen. Ja, ich glaube, ich muss mir erstmal ausruhen. Es riecht schon ein bisschen brenzlig hier. Jetzt geht's endlich los. Ich bin so aufgeregt. Jetzt kommt die Musik von Michael Pretorius. Live gespielt von der Lautenkompanie. Ich freue mich so.